Transfer-News bei Werder Bremen. Drei Personalien, um die wir uns heute kümmern. Nikolai Raab, Pavlenka und unseren guten Freddy. Ich bin euch auf dem neuesten Stand. Und wir fangen direkt mal an mit Nikolai Raab. Nikolai Raab, über den haben wir gestern schon ein bisschen gequatscht gehabt, steht kurz vor dem Wechsel zu Werder Bremen. Vielleicht zum Zeitpunkt dieses Videos ist das Ganze auch schon durch. Ich möchte, dass ihr mir unten reinschreibt, wenn folgende Sachen feststehen. Wenn es wirklich feststeht, wie hoch die Ablösesumme ist und was er für einen Vertrag bekommen hat, unten rein. Ich pinne diesen Kommentar dann an, dass der für alle ersichtlich wird, die dieses Video im Nachhinein sehen. Okay, das und das ist Fakt. Bumm, auf neuestes Stand. Wir sind hier eine Community, wir helfen uns gegenseitig. Perfekt. So, Nikolai Raab ist nämlich schon gestern im Weserstadion gewesen. Und es ist auch so kommuniziert worden, dass heute das Ganze öffentlich gemacht wird. So, das heißt, heute im Laufe des Tages soll eigentlich Nikolai Raab vorgestellt werden. Das ist aber gar nicht das Hauptding, warum ich Nikolai Raab jetzt hier mit reingenommen habe, weil das habe ich euch gestern schon erzählt, sondern über eine Info, die mir ganz, ganz viele Leute geschrieben haben. Ganz, ganz viele Leute auf Instagram. Ey, ich habe euch komplett gefühlt, ich habe mir die Frage danach auch gestellt. Markus Anfang hat wohl Nikolai Raab so ein Stück weit zum Sechser umgeformt. Das ist für mich total interessant, weil ich habe Darmstadt tatsächlich ja wirklich nicht sonderlich verfolgt. Er ist 1,86, eigentlich Position steht hier als Innenverteidiger, 29 Spiele gemacht. Als Nebenposition stand zwar auch da, defensives Mittelfeld, aber was macht das mit Freddy? Wenn wir Nikolai Raab jetzt eben holen, was ja aller Voraussicht nach eigentlich heute auch passiert noch, ändert das was bei Freddy? Das wurde mir gestern wirklich ganz, ganz oft geschrieben und ganz viele, die sich auch Gedanken gemacht haben und Sorgen gemacht haben und gesagt haben, hör mal, wenn wir dann Nikolai Raab als Sechser holen, wofür holen wir dann noch Freddy und kommt er dann vielleicht überhaupt noch? Also Leute, ich persönlich denke, dass gerade eben, weil vielleicht Nikolai Raab sowohl die 6 als auch die Innenverteidigerposition bekleiden kann, als sehr, sehr interessanter Spieler für Markus Anfang gilt, weil er ihn eben schon kennt. Markus Anfang weiß, wo er ihn einsetzen kann, was er für Funktionen hat und eben für die Breite, für die Kaderbreite einfach. Du brauchst natürlich auch gerade jetzt in der zweiten Liga und wenn du willst natürlich auch versuchen, irgendwo oben mitzuspielen und so weiter, dann musst du natürlich gucken, dass die Positionen doppelt besetzt sind. Gerade bei Verletzungen, gerade auf Positionen, wo uns Leute fehlen. Und auf der 6 wissen wir alle selber, wir haben eigentlich nur wieder keinen wirklichen Sechser im Kader. So, und dadurch hätten wir jetzt Nikolai Raab und eben dann zum Beispiel Freddy. Das heißt, zwei eben Sechser, die da spielen können, aber Raab eben auch als jemand, der auch auf der Innenverteidigerposition spielen kann. Finde ich persönlich eine gute Sache, also eine gute Idee. Ich glaube überhaupt nicht, dass der Transfer von Nikolai Raab den Freddy-Transfer ausschließt. Ist meine persönliche Meinung. Man liest ja auch immer weiter, dass bei Freddy, und da kommen wir ziemlich zu auch Sensensens oder auch Freddy einfach, dass da wohl wirklich nur der Zeitpunkt des Transfers das Problem ist und nicht die Ablösesumme und auch nicht, dass man den Spieler nicht ziehen lassen würde oder sonst, sondern einfach der Zeitpunkt jetzt gerade. Jetzt müssen wir natürlich gucken, sagt Molde, geben sie sich in Ruhe und sagen, gut, komm, egal, irgendwie trotzdem hier, dann gibt uns noch ein bisschen was mehr an Kohle und ihr könnt den haben, ist vielleicht dieses zweite Angebot eben das Angebot, was dann am Ende passt. Wir müssen es hoffen. Wir müssen es hoffen. Ich persönlich sowieso bin absolut der Meinung, dass wir da eine Doppelbesetzung bräuchten auf der 6. Und wenn dann eben Nikolai Raab auf der 6 kriegen kann und eben Freddy ja sowieso dann als eigentlicher Sechser, dann wäre ich damit schon mal sehr zufrieden mit diesen zwei Personalien. Also, wenn man jetzt danach geht. Aber müssen natürlich auch da ein bisschen das Ganze beobachten, was da mit Freddy passiert. Wie gesagt, Raab, denke ich, wird heute vorgestellt. Jetzt kommen wir zu einem Transfer, wo ich so ein bisschen gesagt habe, weiß ich jetzt nicht, ob das so die allercleverste Variante ist. Pavlenka kommen wir gleich zu, und zwar zu Benjamin Goller. Ja, Benjamin Goller soll wohl nicht zum KSC wieder abgegeben werden, sondern man sucht weiter einen Club für ihn, eben vielleicht auch für den Verkauf, Verkauf, Verleihen, wie auch immer. Und da sind gerade Darmstadt, der Ex-Club von Markus Anfang, und Heidenheim im Gespräch, aber die Spuren gehen mehr so Richtung Darmstadt. Ja, ich persönlich verstehe das Ganze mit Goller immer noch nicht. Schreibt mal unten rein, wer da ähnlich denkt wie ich. Ich persönlich würde Benjamin Goller absolut als Kaderkandidat behalten und auch mit ihm in die zweite Liga gehen. Auch ein Spieler wieder, der mehrere Positionen bekleiden kann. Ein Spieler, der auch vielleicht für die Außenbahn interessant ist, wenn ja Markus Anfang eben so ein System spielen will, glaube ich, dass Benjamin Goller da ein guter Kandidat ist. So, ich persönlich würde ihn deshalb nicht abgeben und auch kein Club aktiv für ihn suchen. Das ist klar, jetzt meine persönliche Meinung, aber ja, ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Naja gut, okay. Machen wir weiter.
und gehen zu Jiří Pavlenka. Jiří Pavlenka, 29 Jahre alt, 5,5 Millionen Marktwert und Burnley mit Interesse an Pavlenka. Aber was fällt euch eigentlich ein, wenn diese Zahl stimmt? 5,5 Millionen Marktwert. Wir reden hier über Pavlenka, einer der besten Keeper auf der Linie in der Bundesliga. Wie gesagt, auf der Linie. Da kannst du nicht damit ankommen und dann ein Angebot abgeben von 2,5 Millionen. Von 2,5 Millionen. Das ist eine absolute Frechheit. Ganz klar. Also wenn diese Zahl stimmt, es ist wohl so, dass Burnley angeklopft hat und 2,5 Millionen im Raum stehen. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt. Also wenn, wie gesagt, wenn diese Summe stimmt, Frechheit. Und der darfst du auch nicht annehmen. Die darfst du auf gar keinen Fall annehmen. Pavlenka verkaufen bei einem passenden Angebot, ja, ab 5 Millionen, 4, 5 Millionen, kann man drüber sprechen, aber doch niemals darunter. Also unter Marktwert würde ich persönlich Pavlenka auf gar keinen Fall abgeben. Was meint ihr zu Pavlenka? Glaubt ihr, dass das so die richtige Entscheidung wäre, dann ihn eben abzugeben oder eben nicht? Und ja, vielleicht ist auch, und da kommen wir jetzt nicht, also wieder mit Pavlenka 5,5 Millionen ist für mich Frechheit. Zum letzten, was ich noch euch sagen wollte, und zwar zum Innenverteidiger jetzt hier mit Rupp. Vielleicht ist eben auch dieses ganze Transferding mit Rupp ein Indiz auch nochmal dafür, nicht nur, dass er Innenverteidiger 6 spielen kann, dass vielleicht ein Innenverteidiger von uns schon kurz vor dem Abgang steht. Und wir erinnern uns, bei wem waren Angebote da, bei wem lagen Angebote vor? Richtig, Marco Friedl. Ich denke, dass das so ein bisschen der Zusammenhang ist, dass Marco Friedl vielleicht eben jetzt bald auch den Verein verlassen wird und man da sich dann auch schon mal darauf vorbereitet hat. Ist meine persönliche Einschätzung, Augustinia wird so oder so gehen, dass du die Frage, wohin und wie hoch. Da führen ja so ein bisschen die Spur nach Mailand und Florenz und weiß ich nicht, auf jeden Fall Italien, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, gut, schauen wir mal. Naja, was sagt ihr zum aktuellen Transferstand? Jetzt passieren ja doch einige Dinge, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte und ein bisschen geht was Schlag auf Schlag. Vielleicht sehen wir uns heute im Laufe des Tages auch nochmal. Ich würde euch nur schon mal zwei Streams ankündigen, die auf jeden Fall feststehen. Natürlich Sonntag das Testspiel von Werder, ganz klar steht fest, der Stream. Und auch Dienstag Deutschland gegen England steht auch fest. Das wollte ich nur nochmal auf den Weg geben. Und damit bis dahin, das war euer Nico. Vielleicht bis heute Nachmittag wieder. Und ja, tschüss.